So, und herzlich willkommen zu Rush Bros. Mit dem lieben Preggy. Hallo. Hallo. Ja, eigentlich sollte es anders laufen. Eigentlich wollte ich den Anfangsbildschirm noch aufnehmen, aber es wollte mich nicht machen. Aus irgendeinem Grund. Ja, es ist ein neues Indie-Game, was neu auf dem Markt ist. Aber was kann man groß sagen? Es ist ein Spiel, ein Running, ein Spiel mit Disziplin, die man machen muss. Aber das Level fügt sich der Musik an. Deswegen kann man auch das einstellen, dass man seine eigene Musik dazu nimmt. So. Total innovativ. Gab's nicht schon 10-mal vorher mit Beat Hazard und wie sie alle heißen. Ich bin ein schlechter Jump'n'Runner übrigens. Ich auch, ich spiele aber mit Controller. Ich habe keinen Xbox-Controller leider. Ich weiß auch gar nicht, wie es geht, muss ich ehrlich sagen. Learn to play hätten wir jetzt hier. Hier könnte ich jetzt Steuerung ändern, Moment mal. Ja, ich muss das mal, ich muss die Lautstärke, ich weiß überhaupt nicht, wie laut das Spiel wird. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall geil, finde ich. Die Musik gefällt mir jetzt schon mal, ich weiß nicht, wie es dir gefällt. Ja, ich finde sie noch immer ein bisschen laut, ich muss den mal noch ein Stückchen runternehmen. Ich schau mal schnell, ob ich meinen PS3-Controller benutzen kann. Bounce, 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 bounce. Finde ich nicht so cool, dass man das erst hier im Spielmenü erst einstellen kann, die Steuerung. Ein bisschen doof. Weiß nicht, bei mir wollte es sofort, ich kann mit der Maus mit bewegen. Ich kann auch sofort aber auch mit einer Controller machen. Bei mir stehen sogar die Controller-Tasten eher da, aber ich kann meine Maus auch bewegen, natürlich. Ach, man kann hier die Musik einfach ändern. Geil. Gucken wir mal, ob das mit dem Controller geht. Bums, 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 bums. Ja, Mann, es geht mit Controller. Super. Man hat das Spiel schon mal einen Pluspunkt, also kann man auch mit. Ändert sich auch die Musik bei dir? Wenn ich die ändere? Nö. Ja, das ist ruhig. Utopia? Ja. Ist das so? Ja, was kann man zur Geschichte von Rush Bros noch sagen? Wir sind zwei Brüder, die sich, die DJs sind und die sich anscheinend battlen. Wer der Bessere ist. Okay. So, wie ich das jetzt rausbekommen habe, aus meinem Englischen. Ja, von mir aus, wir können von mir aus. Musst du jetzt starten oder muss ich jetzt starten? Ich hab erst meinen Controller erst noch kurz angestellt. So, jetzt können wir. Und dann, Sagen Learn to Play, oder? Ach, ich kann auch meine Farbe ändern. Ich möchte natürlich grün. So. Dann bleib ich bei blau. Ja, pfff. Wie viele Level gibt's denn da? Den Spieler anzunehmen. Ja, angenommen. Okay. Okay. Muss jetzt mal gucken, wie man läuft. Kannst du schon laufen? Ach, Rod of Breakable. Hey, warte. Ich weiß nicht, wie man läuft. Wie läuft man? Ja, ich hab mir mein Gamepad gerade angestellt. Hast du nicht gemacht? Nee. Oh shit, das wollte ich nicht. Oh, das wollte ich noch. Ah, fuck! Nein! Auf jeden Fall ist es total blöd, mit Dings zu zocken, mit Tastatur. Also mit Controller ist schon mal angenehm. Wie kommt man denn lang? Ach so, das ist unten jetzt, ne? LOL, das ist eine Trap, oder? Was? Oh shit. Das hätte. Kunde, Mann! Auf! Fuck. Wir machen aber auch den gleichen. Das ist so ein bisschen Troll-Game. Fuck. Fuck. Du musst dann hier oben durch, glaube ich.
Alter. Bin ich gerade unnubig? Fuck. Fuck. Oh Mann, bitte. Ich komm da. Ja! Hä? Ne, schon wieder, Alter. Bist du runtergesprungen? Ja. Ja, dann muss. Ich muss dann nochmal leider Dings. Level, wir müssen mal zu Level auswählen. Ich muss leider nochmal, weil ich zu Noobie war, nochmal die Controller-Einstellung machen. Ja, ich auch. Steuerung. Per Xbox. Was ist denn Xbox? Hast du Xbox 1 oder. Nein, gut. Ah, ich glaube, das ist das Richtige. Es kann auch noch rutschen. Ja. Was? Hat es jetzt gespeichert? Ne, hat es nicht gespeichert. Natürlich nicht. So. Was musst du? Ich musste noch mal kurz was umstellen bei meinem Controller. So, du hast das, oder? Ja, ich hab's im Moment, ja. Wir können ruhig das zweite Level machen. Long Jump Safe. Das ist jetzt, finde ich, ziemlich angenehm zu spielen. Das ist jetzt nicht so schwer. Ja gut, es kann noch schwerer werden. Wahrscheinlich noch, ja. Ich muss erstmal gucken, ob die jetzt die Steuerung... Ja, die Steuerung hat hingehauen. Okay, so kann man rutschen. Wie kann man rutschen? Also ich hab's mir halt auf R1 gelegt. Keine Ahnung, wo du das hast. Ich hab's auf B. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Ach, okay. Ach, die Musik ändern. Aber wo geht's jetzt weiter? Hä? Nee, warte mal. Ich muss anscheinend hier ran? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aua. Ach, wir müssen den Hebel umsetzen, ne? Ich weiß nicht wie. Ich auch nicht. Geht nicht. Sind wir wirklich zu noobig? Wow. Ha. Ha. Ey, da stirbst du. Ja, wir müssen irgendwas machen. What the fuck? Ich halte jetzt den, ich halte jetzt das scheiß Ding. Ich weiß auch nicht, was ich drücken muss. Wenn wir beide nach links drücken, werden wir das Ding halten. Geht nicht, ne? Nee. Probier grad auch. Also. Ja, Alter, sehr vorbereitet. Steht ja auch keine Taste da! Irgendwas muss ich drücken, aber was nur? Ich drücke jetzt die ganze Zeit A. Hm. Ja, ich hab was geschafft! Weiß noch nicht wie. Wow, 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 was ist das? Hey, gehst du nochmal ran hier? Ja. Ja. Geht hier nicht an den Hebel ran bei mir? Hey, du drückst gerade oder sowas. Du hast gerade gedrückt. Alter, du hast gesehen, wie sich das für mich... Ich halt aber nicht ran. Das ist echt komisch. Nee, da wollte ich noch nicht ran. Oh Mann, ich will noch mal ran. Komm, go, go. Ich bin jetzt schon überfordert, das ist gut. Es irgendwie verträgt sich... Ich hab's geschafft. Bist du da jetzt durchgekommen? Ich musste X drücken bei mir. Ist das deine Benutzertaste? Oh,
Es ist meine. Weiß nicht, was das für eine Taste ist. Das ist wirklich eine interessante Frage, was das für eine Taste bei Xbox und so ist. Was? Ah, okay, ich hab's gecheckt. Okay, ich verstehe. Du musst das Ganze oft nach unten drücken, um den Hebel umzuschalten. Meine Güte, ey. Ich finde das so ein bisschen wie Super Meat Boy. Es ist noch nicht so schwer. Warte. Warum laufe ich jetzt rückwärts? Fuck Moonwalk, ey. Das Ding ist, das kommt wirklich, das ist wirklich so ein Racing Run Game. Wow, fuck. Wow. Ich hab's geschafft. Ja, ja, da chillt er schon im Ziel. Ey, da ist ein Notenschlüssel. Hast du den aufgesammelt? Ja, hab ich. So, was hab ich jetzt gemacht? Aua! Hab ich getötet. Wurde zerquetscht. Ja, man kann, wie ich jetzt gerade mitbekommen habe, man kann wirklich am Ende den Spieler Chance geben, zum Überleben oder nicht zum Überleben. Na super, ey. Gerade mitbekommen. Tut mir leid, ich wusste nicht, was es ist. Ja, auf jeden Fall macht es im Moment Spaß, muss ich sagen. Das ist schon cool. Das ist nur nicht so gut beschrieben, so die Tasten sind ein bisschen komisch belegt, so. Das hätten sie in Tutorial meiner Meinung nach alles beschlossen. Okay. Ist der Breaky besser jetzt so? Oh fuck. Soll. Oh fuck. Oh fuck. Ah, da oben ist irgendwas. Ja, ich hab mitbekommen. Lol. Was hast du denn für einen Scheiß? Miau. Bei mir ist alles verkehrt rum. Du Bastard. Sehr gut. Was hast du, Mann? Alter, jetzt ist wieder alles richtig rum. Alter, bist du ein Kunde? Das war vorhin bei mir auch. Was ist das hier? Blackout. Klasse, Alter. Ein Kunde. Sehr cool. Könntest du den anderen richtig was reinwirken, anscheinend? Speedstop. Alter, das ist so geil. Ja, finish. Nein. Gut, ich wurde mal weggelasert. Okay, nächstes Level. Jetzt habe ich dich ziemlich abgehängt, Junge. Ey, diesmal hast du mich abgehängt, ja, stimmt. Wir müssen uns anscheinend nur einen Schlüssel finden. Ich lasse dich am Leben, damit die Leute auch sehen, wie das Level ist und so. Was ist das für ein Jump'n'Run? Man muss von rechts nach links laufen. Oh, das will ich, das da oben. Komm, da hoch. Wieder hoch. Lol. Speed up. What the fuck? Ja, das ist Shadow. What the fuck? Bin ich? Das hatte ich gerade auch. Ja, friss erstmal das hier, Alter. Fuck, Alter, du bist so ein Kunde. Kannst du das auch noch fressen? Oh ne, jetzt habe ich Double Jump. Okay. Cool. Hast du schon einen Schlüssel eingesammelt oder was? Nee. Ich war gerade in deine komischen Wirtschaft gefangen. Fuck. Wieder zurück. Ja, sieht so aus. Fuck. Lol, bleib einfach mal durchjumpt hier. Ich komm da nicht klar. Warum nicht? Was ist los? Ne, das Ding ist, ich würde dann immer so auf leicht machen, weißt du, und das ist nicht. Das darfst du nicht machen. Das ist der größte Fehler, was du bei diesem Spiel machen darfst. Ich warte doch mal ein Ziel auf dich. Vielleicht nächstes Level, oder? Ja. Oh, verdammt. Habe ich nicht drauf gedrückt. Ich dachte, das geht mit X. Bei mir geht's mit A. Glaube, haben wir dasselbe Level? Ja, na, never mind. Wollen wir rausgehen? Ja, machen wir. Ja. Levelauswahl. Das müssten wir jetzt. Ja.
Auf jeden Fall macht es jetzt gerade im Moment richtig Fun. Hab ich keine Mucke, warum auch immer. Ich hab Mucke. Craigie brach die Level-Auswahl ab, stand bei mir da. Okay, aber ich bin drin, ne? Du siehst mich ja, also du siehst meinen Kopf. Ja. Ja, ach, klar. Du kommst auch nicht gleich so schnell drauf, finde ich. Das läuft. All jobs easy. Ah, fuck. Lol, jetzt darfst du nicht nutzen, nein. Scheiß Verarsche, ey. Wie schaffst du denn das jetzt so? Einfach da hoch, oder was? Ja, mein Timer, ich weiß. Ich schaffe es. Nein! Ich bin tot. Nein, schnell. Nein! Nein! Jetzt zurückgeschleudert. Wie schaffst du das denn rüber? Ich glaube, du musst da eine Punktlandung auf dem Schatz machen. Ja, aber wie, Mann? Aber, hey, hier geht's durch. Was? Ja, natürlich geht's da weiter. Never mind, Alter. Wie kommt man da hoch? Ich will dir das geben. Es kotzt mich an, dass du immer an den Wänden bleibst. Oh, okay, das ist never mind. Okay. Mir egal. Alter, kommt man nicht hoch. Impossible. Scheiße, wir brauchen einen Schlüssel. Was? Wir brauchen einen Schlüssel? Ja. Und irgendwo einen Schlüssel, ich weiß nicht, wo er ist. Ja, nicht. Fuck. Ah, passt. Ich kotze das schon ein bisschen an, dass du die ganze Zeit an der Wand hängen bleibst. Ja, ist halt Gewöhnungssache. Ja, ist so. Benutzt du dieses Sprinten überhaupt die ganze Zeit? Ja, nö. Funktioniert Sprinten? Naja, mit dieses Rutschen da. Soll ich dich eliminieren oder nicht? Eliminiere mich, komm. Ballerbams! Ja, Leute, das war mit der ersten Folge mit Rush Bros. Oder Bros, wie man es auch nennt. Und ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Schaltet ein. Tschaußen.